Ich stehe hier in Gruppelstadt, wo heute der Towerlauf stattfinden wird. Und das hinter mir ist das Haus, 29 Stockwerke hoch mit 465 Stufen, die heute die Sportler zu erklimmen haben. Und ich will jetzt darauf. Jetzt habe ich den Initiator von dem Tower One neben mir, den Herrn Bayer. Und schönen guten Tag, Herr Bayer. Ich habe mal eine Frage an Sie. Wie viele Läufer werden denn heute hier antreten? Ja, wir werden ungefähr, wie so auch in den Vorjahren, ungefähr 70 Teilnehmer hierbei haben, was sich aufgliedert in drei verschiedene Läufe. Zuerst starten die Frauen, dann starten die Masters, die Altersklassen. Und also ab 40-Jährige, der älteste Teilnehmer heute wird 68 sein und danach sozusagen die Elite, die wahrscheinlich den schnellste Laufzeit heute stellen wird. Wir erwarten ungefähr um die 70 Teilnehmer heute hier. Dabei etwas mehr Frauen als in den letzten Jahren, ungefähr so 10 bis 15 Frauen. Jetzt habe ich den Herrn Blesing gefunden, das ist der Initiator der SPD. Schönen guten Tag, Herr Blesing. Guten Morgen. Morgen. Ich habe mal eine Frage an Sie, und zwar treten denn heute von der SPD auch ein paar Läufer an? Na, ein paar nicht. Wir haben ein oder zwei Läufer dabei. Das ist aber auch gar nicht der Sinn und der Hintergrund der Veranstaltung, sondern wir wollen hier alle ein bisschen Spaß miteinander haben. Und wichtig ist uns in der Gropiusstadt ein positives Ereignis zu haben auf diesem höchsten Wohnhaus Deutschlands. Und ich habe vor ungefähr 7 Jahren die Idee dafür gehabt, warum man nicht auch mal in Berlin bzw. in Neukölln sowas machen kann wie in New York. Und ich denke, das hat sich mittlerweile, wir sind im 7. Jahr, zu einer etablierten Veranstaltung gemausert. Jetzt habe ich hier den Yves Hollmann, den Gewinner vom ersten Jahr, gefunden. Hi, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Ein bisschen müde, aber es geht. Aufgeregt heute vorm Lauf? Ich laufe heute nicht mit, ich baue nur auf. Ich habe nicht trainiert und da lohnt es sich nicht bei den Startern. Ohne Training läuft da gar nichts. Hier müssen die Sportler lang, um ins Haus zu kommen. Hier hoch und hier rein. Dann geht's los auf die Treppen. 465 Stufen, die ich jetzt erklimmen werde, und ich werde die schnellste sein. Nee, nee, liebe Leute, ich wähle dann doch lieber den bequemeren Weg, und rennen können die anderen. Hier oben ist es ganz schön windig, aber hier werden die Läufer ankommen. Da muss ich mir meine Mütze festhalten. Und ja, das ist der Blick nach unten. Da grinst mich schon netter Herr an. Ich bin Matthias Albrecht. Ach, der Herr Matthias Albrecht. Da weiß ich noch, vor 2 Jahren, 2004, 5 Minuten 36. Genau. Ja. Und die Zeit heute verbessern? Mal sehen, mal schauen. Also, es ist immer ein bisschen anstrengend natürlich zum Anfang des Jahres, weil man natürlich die Sünden, Lasten auf einen, die man zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwie an sich gefressen hat. Und insofern, mal sehen, wie das wird. Ahoi, Neukölln, wen habe ich denn jetzt hier neben mir? Hildegard Kerkhoff von den Laufsportfreunden aus Münster. Aus Münster. Sind Sie denn hier schon mal mitgerannt? Nein, ist das erste Mal. Ist mein Debüt hier. Aufgeregt sind Sie, das sehe ich. Ja, doch, bin ich wohl, ja. Sind Sie gut vorbereitet? Ich habe meine Schuhe vergessen, habe in Leihschuhen jetzt laufe. Ist irgendwie alles schiefgelaufen, aber ich hoffe, es klappt trotzdem. Ich werde Ihnen auf jeden Fall die Daumen drücken. Und doll angespannt. Haben Sie viel trainiert? Zu wenig wahrscheinlich. Wir haben zu Hause im Uniklinikum trainiert. Das sind 20 Stockwerke, die wir da haben. Aber die Stufen haben größeren Abstand als hier. Also insofern ist das hier auch wieder ungewöhnlich. Wir müssen wahrscheinlich kleinere Schritte machen hier als bei uns zu Hause. Aber irgendwie wird es schon klappen. Sogar aus Bristol in England tritt hier einer an. Und wollen Sie was sagen? Ahoi, Neuken. Dankeschön. Was hast du denn da an deinem Fuß? Meine Bandage. Eine Bandage? Ja, ich habe mich am Fuß verletzt von Weihnachtsferien, und jetzt habe ich noch eine Bandage, weil es ja ein bisschen anstrengender ist mit Treppenlauf. Und trotzdem rennst du jetzt heute? Ja. Bist du aufgeregt? Ja, auf jeden Fall. Ich befürchte, dass ich hier eine der Favoriten da habe. Wie ist dein Name? Ich bin Jenny. Jenny? Ja. Und heute aufs Siegertreppchen? Na, ich hoffe es doch. Letztes Jahr war ich knapp daneben. Leider nur den vierten. Ich hoffe es mal, dass es dieses Jahr besser wird. Welche Zeit bist du gerannt letztes Jahr? 5 Minuten 36. So, die Zeit wird knapp.
Wir müssen runter zum Start auf den Parkplatz. Was ist denn eigentlich der Dill, der Kick bei dieser ganzen Sache hier? Das ist anders als beim normalen Dauerlauf, muss man hier ja die 30 Etagen überwinden. Und die Schwierigkeit liegt eigentlich darin, seine Kräfte richtig einzuteilen, um bis nach oben zu kommen. Und viele Läufer sagen, dass man ab der 10. Etage bis zur 20. Etage auch richtig Probleme hat, es durchzustehen. Aber wenn man das dann erstmal überwunden hat, dann schafft man es auch bis nach oben. Okay. Ja. Ganz kurz, ich sehe, Sie sind hier kurz vorm Start und schnüren sich gerade die Schuhe. Sind Sie jetzt doll aufgeregt? Schon so ein bisschen. Ja. Und hoffen Sie, heil hochzukommen? Ja, einfach nur ankommen, heil oben ankommen, das reicht. Ahoi Neukölln, ich habe hier den Bürgermeister von Neukölln da, Herrn Buschkowski. Schönen guten Tag, Herr Buschkowski. Warum sind Sie heute hier? Weil gleich die Läufer hier vorbeikommen für den Tauerrun. Das ist das interessanteste Rennen, was es in Berlin gibt, neben New York, der Tauerrun hier vom TuS Neukölln und der SPD-Fraktion. Und da muss der Bürgermeister dabei sein. Das Fernsehen ist da, der Sport ist da und der Wind ist da. Da kann ich nicht fehlen. Sie sind ja auch schon ziemlich eingemummelt hier und gut geschützt. Ja, ich bin mit dem Fahrrad gekommen und mich hat es fast umgeweht. Und nun, da ich auch schon älterer Herr bin, habe ich mich lieber ein bisschen verpackt, damit ich mich nicht erkälte, nicht wahr? Weil ältere Herren sind sehr empfindlich. Schönen guten Tag. Also Sie sind auch schon mal da hochgerannt, ja? Nein, hochgerannt nicht, sondern hochgelaufen. Gerannt nicht. Ich habe früher Fußball viel gespielt in der Bezirksverordnetenversammlung. Aber Sport ist eine sehr wichtige Angelegenheit hier für unseren Stadtbezirk Neukölln. Wir haben ja 33.000 aktive Sportlerinnen und Sportler hier in Neukölln. Und nun sehen wir hier einen kleinen Ausschnitt dessen, was die Menschen hier so machen. Und es ist schon eine besondere Leistung, so 29 Stockwerke in 3,5 Minuten hochzurennen. Da muss man schon mal mitmachen. Ich habe jetzt gerade hier einen Barfußläufer erwischt. Sagen Sie mal, können Sie mir sagen, warum Sie hier barfuß laufen? Ja, ich bin UNICEF-Laufbotschafter und nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen können sich heute 200 Millionen Kinder in der dritten Welt nicht körperlich und geistig entwickeln, da sie hungern. Und da möchte ich einfach ein Zeichen setzen, dass man auch wieder mal daran drängt, an UNICEF was zu spenden. Das heißt Kinderhilfswerk. Und wenn die Kinder leiden, tut mir das weh und da setze ich meine ganze Kraft dafür ein. Hier nochmal unsere selbsternannte Favoritin des Tages. Und, wie hat's gereicht? Nein, leider nicht. Hat leider nur bis zum 5. Platz angeblich gereicht. Na ja. Wieso stehen hier so viele Pokale? Das sind die Pokale für die Gewinner, für den Masterlauf, für die Jugend und für die einzelnen Altersgruppen von 30, 40, 60 und 50 und 40. Wie war der Lauf für Sie? Hart wie immer. So windig war es noch nicht hier gewesen, dass die Pokale umgefallen sind, oder? Das erste Mal, dass so starker Wind weht am Tauerrand. Hier habe ich jetzt die Siegerin, die drei. Und wie fühlt ihr euch jetzt nach dem Lauf, vor allem die Siegerin? Ja, sehr gut. Also nicht mehr aufgeregt und jetzt wieder alles in Ordnung. Fuß, alles okay? Ja, alles okay. Also Verletzung nicht verschlimmert oder so? Nein. Und bei euch? Ja, man erholt sich schnell wieder davon. Baden tun nicht weh? Nee, überhaupt nicht. So, wie fühlt man sich denn jetzt so, nachdem man da auf dem Treppchen stand? Jetzt wieder gut, ja. Ne? Kurz nach dem Lauf tut es natürlich weh in den Beinen, in der Lunge, auch im Kopf. Aber dann verfliegen die Schmerzen ganz schnell. Und können Sie mir verraten, was Ihr Geheimnis ist, dass man in so einem Alter, in so einem schönen Alter noch so rennen kann? Danke. Na, die Leistung war ja nun nicht allzu doll. Ich bin immer der Letzte. Aber bitte Sie, da hoch muss man erstmal kommen, noch in Ihrem Alter. Na, danke, wenn Sie das sagen. Ich ja. Finde das total klasse. Ja, ahoi Neukölln, dies war der Tower Run hier vom höchsten Wohnhaus Deutschlands. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Jetzt brauche ich einen warmen Kaffee. Wir sehen uns, denn Neukölln TV ist überall da, wo was los ist.